Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir in den Kabinen in der Stable. Sie ist endlich raus und scheiße, leck mich am Arsch, ich hab den Server hingekriegt. Mann, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, was das hier für ein Krampf war. Ich habe bis gestern um 2 gesessen und habe gerade mal den Nevis Game Server zum Starten gekriegt. Und ich habe jetzt schon ehrlich gesagt die Aufnahme hier startet und hatte die schon im Kasten und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Das geht nicht. Ich probiere es nochmal aus. Und jetzt hat es funktioniert. Wir sind jetzt bei einer 6000er PG Blabla Mod Map. Gut, dass ich mir das gemerkt habe. Ich war jetzt gerade so, oh, es hat funktioniert. Ich gleich bin gestartet, Aufnahme gedrückt. Naja, gut, also Leute. Wow, ich bin sehr, sehr stark. Einstellung. Ich habe alles so gelassen. Ich habe nur geändert, dass ich eben halt Schwierigkeitsgrad auf Krieger zu stehen habe. Also ich habe zwei zurückgestellt. Wir werden natürlich wieder mitten in der Stadt siedeln. Also versuchen zu siedeln. Schauen wir mal. Alter, Ich freue mich und gleichzeitig habe ich eine Wut im Bauch. Ich war nämlich schon drauf und dran und habe mir gesagt, ich lasse den Server auslaufen. Ich hatte die Schnauze sowas von voll. Ey, das ist nicht, keine Ahnung. Die müssen erst die ganze Zeit rumgebaut haben oder hatten über Nacht Feierabend oder so. Keine Ahnung, wir sind nicht. Jedenfalls hat nichts funktioniert gestern. Aber ich bin froh, dass das jetzt funktioniert. Wie gesagt, das ist reiner Zufall gewesen, dass ich das jetzt nochmal versucht habe. Ja gut, egal. Sich über vergangene Sachen aufregen... Bringt ja nichts. Wir müssen ja hier weiterkommen, ne? Wir haben viel zu tun. Wir müssen uns eine Base aufbauen. Und will er Tag 14 sterben. Nee, will ich ja nicht. Erstmal habe ich nicht vor zu sterben. Also Permadeath habe ich, wie gesagt, ist alles noch hier am Start, ne? Also, es wird schön, bitte. Dann mache aber erstmal die Bettrolle. So, bevor ich hier irgendwelche Sachen mache. So, Steine. Steine. Da haben wir Steine. Jetzt kann ich mir doch keine Pike mehr bauen. Na gut. Doch, kann ich doch. Haha. Sag nicht, dass du das nicht kannst. Du kannst alle, wenn du willst. So. Steine und Holz sammeln. Na, machen wir doch gleich mal. Wir werden jetzt erstmal schnell die Standard-Questen abreißen. Wie gesagt. Ich habe nicht so viel Zeit. Es gibt so viel zu tun. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, wie gesagt, ich lasse mir ein bisschen Zeit immer mit zocken. Und da mache ich das eigentlich so, dass ich die Tageszeit ein bisschen verlängere. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist alles noch original eingestellt. Aber wie gesagt, ich war so pappesatte. Wie gesagt, ich hatte keinen Bock mehr. Ja. Deswegen hier meine Augenringe. Ich bin... innerlich bin ich tot, aber... Wieder nicht. Also quasi, ich habe mich mit den Zombies angepasst. So ein bisschen. So. Also ich fühle gerade die Zombies. Ich weiß, was die innerlich für einen Kampf haben. Aber wie gesagt, ich war gestern wirklich drauf und dran, nochmal bei G-Portal mir einen Server zu bauen. Aber wie gesagt... Habe ich jetzt alles verworfen. Ich werde wahrscheinlich auch, wie sieht nicht, den Server auslaufen lassen. Das werde ich ja so oder so irgendwann mal machen lassen. Weil, wie gesagt, ich habe ja von euch Tipps bekommen. Weil ich möchte mir ja einen eigenen Server zusammenstellen. Und, jo. Ich sag mal so, ein paar Sachen sind schon da. Ein paar Sachen viel. Eins, was mir fehlen tut, ist eben halt noch eine CPU. Die ist aber auch schon in Planung. Also in Planung, was ich mir für ihn nehme. Ich werde bei Ryzen bleiben. Eine G-CPU, also quasi wie gesagt, das soll ja bloß hier hardwaremäßige Unterstützung sein. Und den Rest kriegen wir schon hin. Jo. So wird der Kabinett machen. Ey, ich hab Honig gekriegt. Nice. So, jetzt fehlt uns bloß noch ein Knister. Und dann sind wir auf dem besten Weg.
alles hier niederzumachen. Es hätte mich jetzt auch interessiert, was passiert wäre, wenn ich jetzt auf 8000 gedrückt habe. Ey, das ist ja der größte Hohn gewesen. Das habe ich noch ja nie erzählt. Wie denn auch? Bin die ganze Zeit beim Quatschen. Und zwar, ich habe denn Nevis Game gelassen. Weil, wie gesagt, ich konnte ja keinen anderen Server einstellen. Und habe dann die Größe umgeändert auf 8000. Hat er erkannt. Nur nicht so, wie es sein sollte. Ich hatte denn zwei Server gehabt. Keine Ahnung. Das waren denn zwei 6000er. Also irgendwie war gestern servermäßig bei Nitrado broken. So, ich brauche neue Kleidung. Der König braucht neue Kleider. So. Shoes. Maske. Und Honeyschuh. Honeyschuh sind wichtig. So. Das haben wir, das haben wir. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist unser guter Speer. Speer braucht Steine. Hallo, Speergold. Und dann geht's ab zum Händler. Also gleich, ich muss ja noch die Questen abschließen. Aber erstmal hier so speermäßig. Hab ich. Was denn los? Hab ich doch alles. Na, stell doch her. War noch nicht auf dem neuesten Stand. Gut, egal. Nee, das muss ich nicht machen. Ich muss jetzt Y. So. Ganz viel W. Und zack, bums. Hammert. Jawohl. Und der Händler ist vor der Nase. Aber bevor dit losgehen tut, werde ich plündern technischerweise und immer Händler technischerweise, ja. Denn wir sind ja gut in Handeln sind wir, aber sehr schlecht in Tragen. So, ein Punkt ist noch oben drauf. Den werde ich jetzt hier in Richtung Plünderer. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Na denn. Wir wollen mal kurz mit Kotterschnauze quatschen hier. Nee, warte mal. Wir werden ihn erstmal ein bisschen kontrollieren. Vielleicht kriegen wir ja gute Sachen hier. Na ja, gut. Ah, siehst du? Fängt doch gut an. Kann ruhig so weitergehen. Und uns jetzt mal ein bisschen Nahrung, wa? Ein Stück Kuchen. Ist ja eigentlich ein Brot, aber gut. Ich bild mir jetzt ein, dass der Kuchen ist. Weil ich habe nämlich Hunger auf Kuchen. Hab ich wirklich. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich unterzuckert oder so. Weil, wie gesagt, meine Meinung, der Körper sagt immer bloß das, was du haben brauchst. Willst. Nicht willst, sondern brauchst. So rum. Und wenn du Hunger auf Zucker hast, dann bist du unterzuckert. Ja. Ich meinte jetzt, oh ja, für das, was wir gekriegt haben. Hey, nochmal eine Axt. Yay. So. Da ist ja auch nichts drin. Aber da ist was drin. So, habe ich jetzt alles? Also irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch was. Müsste hier nicht noch eine Werkbank sein? Genau, Herr Dr. Kohl. Oh. Vitamine. Was hat er denn da vor? Ja, was ich doch nicht. Sorry. Ja, ja. Ja, ja. Mach doch mal einen Punkt und hol Luft. Mensch, du bist ja wie Kabin. So, leider ist das ja eine Buddelquest. Ihr wärt lieber gewesen, wenn ein Haus wäre. Weil dann werdet nämlich ihn Abwasch und dann könnt ihr das gleich mal annektieren. War gut. Vielleicht ist es ja was in der Nähe. So ein kleines, schönes, knuffiges Haus ist. Wies man ja nicht. Naja. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Wir haben keine Zeit. Dabei, dabei. Achso, das waren die Automaten. So. Ja, Lüfter. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, dass der Rufname gedrückt.
Ja, hast du. Ich brauche eine Kiste, wa? Ja, so eine Kiste wäre ganz angenehm. So, da ist unsere Buddelquest. Also, ich versuche, will da so ein bisschen vom Boden wegzukommen. Also, wie wir das letzte Mal hatten. Nur ohne so viel Tod. Also, ich versuche es. Ob mir das gelingen wird, ich weiß es nicht. Die Möglichkeit besteht ja. Ne? Also, man soll ja immer positiv denken. Das ist ein schönes Haus, aber das ist wahrscheinlich... Ja, das ist... Das ist nichts für uns, also noch nicht. Aber ich komme wieder. Aber ich klaue schon mal die Post. Siehst du? Stein. Yes. Jetzt geht's vorwärts. Spüre das. Das war der Stein, der das in Rollen bringen tut, die ganze Sache. So, jetzt rollt das noch ein bisschen schneller. So, schlechte Witze sind auch wieder am Start. Hat sich nichts geändert. Dass ich mein Inventar auch wieder überstrapaziere. Da ist auch alles wieder so, wie es sein sollte. So. Eisen brauche ich noch nicht. Dich da hinten brauche ich jetzt auch noch nicht. Beziehungsweise ich will dich nicht. Das ist doch ein schönes Gebäude. Weil das besteht nämlich komplett aus Eisen. Und von der Größe her ist das ein Klo. Ein kleines Klo. Aber es ist komplett aus Stein. Und guck mal, hier vor der Haustür ist auch sehr, sehr viel Loot. Ich glaube, das nehmen wir, wa? Das ist genau das, was wir mal gesucht haben. Gesucht und gefunden, meins. Halt. In seinen Kopf. So, die Frage ist jetzt, ich glaube, ich werde mir da oben irgendwas hinbauen oder so. Kommen Sie alle bitte raus. Das ist jetzt mein Haus. Wir haben hier nichts drin zu suchen. Oh, schöne Blümchen. Ich werde mir gleich mal einen Tee kochen. Hallo, ach sie schon wieder. Abstand habe ich gesagt. Will noch nicht sterben in der ersten Folge. Wäre doof. Ja, very doof. Oh. Hey, du atmest schwer. Hey, ich schieße das schlecht. Hä? Da, er will auch noch mitmachen, mischen. Ist ja der Mission complete, wa? Oh, was ist denn das? Dummer Pfeil. Schöner Pfeil. Ist eine Mischung von beiden. So, warten Sie mal. Nimm erstmal hier Fräulein Tonton. Och nö. Doch nicht gleich übertreiben, Spiel. Gut, ich habe über 60 Zombies eingestellt bei einer Umgebung. Ja, gut, wa? Braucht mich auch nicht so beschweren. Das ist ja alles wie bestellt und geliefert, ne? Eine Ausdauer. So eine Shit aber auch. Shit. Wie siehst du denn aus? Wie ein Zombie. Nein. Du hast eine Reichweite, die gefällt mir nicht. Hinten ist noch einer. Bist du tot? Ja, Punkte wurden überwiesen. This is my Punkt. Oh. Warum hast du gerade geruckelt? Server. Was soll denn bitte? Ist mir egal. So. Mein Haus. Meine Regeln.
Meine Rehe ist, ich will da oben ruf. Aber erstmal kicken wir mal hier auf den Lokus. Ob ich will da so ein gewisses Glückchen hab. Was Peng Puff an jeden tut. Wies man ja nicht. Aber Versuch ist ja wert, ne? Aber so wie es aussehen tut, ist ja bloß Wasser, ne? Aber Wasser ist ja auch nicht schlecht. Jetzt brauche ich bloß noch einen Pott, um das abzukochen. Sehr viele Türen, wa? Ja gut, muss ich alles absichern, wa? Und das Coole ist, ich habe hier gleich einen Automaten zum Trinken kaufen. Das war natürlich genau mein Plan. So habe ich das nämlich geplant. So, ich würde erstmal sagen, ich penne hier oben. Du kommst hier nicht rein. Ist mein Plan. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier hochkomme. Nicht da oben gegen ditsche. Also eigentlich könnte ich das ja denn annektieren, wa? Allen technischerweise, da vorne. Das wäre schon irgendwie cool. Gut, also leider. Ist am Start. Nee, ist es nicht. Warten Sie mal. Jetzt. Nee, das ist falsch. Das ist noch falscher. Kann ich das hier so? Dazwischen. Nee, das geht nicht. So. Nicht schick. Aber scheiße. Und vor allen Dingen ist da eine Treppe. Ja, gut. Mein Blut. Aber ich bin schon mal froh, dass hier kein Vogel ist. Ich sollte den Teufel nicht an der Wand malen, wa? Aber den kann ich schon mal die Leiter abbauen. Das ist ein Klo. Ach so. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, ich baue das ab und dann muss ich da die Treppe abbauen. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Komme ich runter, oder mir die Haxen zu brechen? Ja, das schaffst du. Können wir es schaffen? Ja, wir schaffen das. So. Den Ding kann ruhig da hängen bleiben. Oh, zwei gleich. Jetzt übertreibe ich es aber auch, wa? So, die müssen weg. Problem ist, kriegen wir schon hin. Ich mach das mal schnell weg. Also drei Stück. Bis gleich. So, habe zwei weggemacht. Ja, drei weiß ich noch nicht. Ich kann ja hier noch eine Klappe ransetzen. Das ist ja alles möglich. Möglich. Na, möglich ist das da. Na, warte mal, ich kann ja hier so machen. Und dann erstmal hier schon alles so ein bisschen vorbereiten. Ja, 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 ist ja gut. Jetzt habe ich so überlegt, wir machen jetzt hier drüben so rüber. Da ist ja nochmal Loot. Da wird denn höchstwahrscheinlich unser Falle langlaufen. So ist der Plan. Mal gucken, ob ich den umsetzen kann. Jo. Schauen wir mal. So, aber erstmal die Kiste. Denn ihr sagt, ich bin ja wieder komplett überladen. So, schön, dass ich gleich Honig gefunden habe. Aber den lasse ich auch gleich mal hier. Nee, warte mal, das nehmen wir gleich wieder raus. Dann kann ich mir nämlich gleich mal eine Knifte machen. So, das raus. Ihr sagt, wir werden gleich mal die nächste Quest machen. Oder generell unsere erste Quest. Das sind alle wieder so halbe Blöcke, wa? Das ist nicht gut. Warte mal, du kommst wieder zurück. Mach mir nämlich ein Knochenmesser. Habe ich nee, habe ich nicht. Kleber habe ich noch nicht. So. Ditterin, ditterin. Und den Dude müssen wir uns auch noch kümmern, aber nicht jetzt. So. Gut, dann würde ich mal sagen,
geht's nach unten und ab in die Quest. Da muss ich außen rumlaufen. Naja. Oh, guck mal hier. Alle lootbar, ne? Also, da wird bestimmt was Interessantes drin sein. Na, warte mal. Langsam, langsam, Karabin. Du musst ja auch dran denken, du brauchst zum Buddeln Ausdauer. Ja, ja, ist doch gut. Schwieß doch Bescheid. Na, ist weit genug weg. Ich muss noch den Block setzen. Einen Block der Einschränkung. Weil die müssen wir noch machen. Kann ich doch jetzt machen. Ist ja so oder so eine Quest. Ja, so schnell wird das nicht gehen. Wie gesagt, dann nehmen wir unsere Beine in der Hand. Weil erstmal Passives werden wir machen. Wir werden die Munition, die ich nicht habe, werden wir erstmal sparen. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr seltenes Wort aus meinem Mund. Ich schäme mich auch, dass das aus meinem Mund kommt. Aber diese Schämung, die wird nicht lange halten. Wie gesagt. Ich traue der ganzen Schose nicht, deswegen kickt mich laufend um. Denn ich weiß, ich spiele hier 7 Days. Du kriegst hier nichts geschenkt. Kannst du mal vergessen, kannst du das da. 7 Days nimmt nur. Gibt aber auch sehr, sehr viel. Wie gesagt. Ist nicht umsonst mein Lieblingsspiel. So. Ab jetzt geht er dann bloß noch updatesmäßig. Na gut, Wettersystem. Oder haben wir das? Komm auch schnell raus. Gut, seid ihr bereit? Ja, warte mal, ich nehme mal den in der Hand. 1, 2, 12 und raus. Jetzt habe ich mir ein bisschen mehr Action vorgestellt, aber gut. Ist ja die erste. Unsere erste Quest erledigt. Hütte eingesnackt. Erledigt. Jawohl. Und die soll ja auch Stein. Wunderbar. Oh, könnte ich mal kurz hier, weil ich brauche ja so oder so Holz. Ja, jetzt brauche ich bloß noch einen Kochtopf. Ich muss ja bloß in so ein Haus rennen, wa? Naja. Ich habe doch gerade zwei gesehen. Achso, da ist der zweite. Ich wollte jetzt gerade sagen. Er wird mir vorenthalten. Ja, bin ich gespannt, wie das so läuft. Hier, ne? Weil so langsam. Komm, ich will da runter. Nach den holprigen Start. Ja, ich bin, wie gesagt, froh, dass das überhaupt hier funktioniert hat. Mit den Server nach den Dingen von gestern, ey. Rick! Ich bin zurück. Zück die Pony! Ich möchte eine. Oh ja, das wäre auch schon geil. Geil, ich nehme die. Das ist geil. So. Öffnen sie mal. Am Start. Nee, warte, machen wir mal so. Und so, weil, wie gesagt, den Knüppel will ich nie nutzen. Also, war damals nie so gewesen. Vorher Raumerzeit, also wird das jetzt auch nie so sein. So, 15 Schuss des Todes. Gar kein Problem. Gib mir die nächste Quest. Ich habe keine Zeit. I got work to do. I'd say it's been an honor to work with you. Aber die werden wir nicht heute machen. But it would be a lie. Du, ich hab das Haus schon lange verloren. Ja, ich hab's verloren. Ich hab nicht lange überlebt. Oh, ich sollte den Teufel nicht an der Wand malen, wa?
So was kann man ganz schnell nach hinten losziehen. So, unsere nächste Priorität. Einen kochenden Topf. Du bist kein kochender Topf. Du siehst man noch nicht mal annähernd aus wie ein Topf. So, wie gesagt, ich muss ja nicht in Haus rennen. Ich muss nur in eine Küche rinkommen. In eine Küche. Und die Küche muss ich plündern und da müsste ein Topf drin sein. Wie gesagt, ich brauche mir jetzt nicht in Gefahr begeben. Sieht es denn punktmäßig aus? Null. Jetzt immer wenig. Oh, da ist eine Bücherei. Oh, das kenne ich. Das kenne ich, das muss ich jetzt nicht haben. Da muss ich auch noch nicht rein. Aber ich kann schon mal in das Auto reinschauen. Und krieg erstmal Benzin. Naja, gut. Okay, dann würde ich mal sagen, wir haben ja da auch noch zwei Autos. Dann nehmen wir uns erstmal die. Schnauze. Muss meinen Gebietsschutzblock hinsetzen. Und so viele Müll hier auf der Straße. Ist ja herrlich. Das ist ja richtig schnuckelig, ist das. Wie kann man sich so über Müll freuen? Jawohl! Ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Mit Munition. Nicht viel, aber mit Munition. So, warten Sie mal. Jetzt räubern wir das noch schnell aus und dann haben wir das auch. Gehe davon aus, dass ich hier keinen Topf kriege. Weil das wäre nämlich ein Hauptgewinn. Aber wie gesagt, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und wir haben da drinnen so ja Automaten. Wir haben so ja zwei, Mensch. Also falls mal was sein sollte oder so und ich habe die Kohle, dann gebe ich doch die Kohle aus. Ja, sein. So, hallo Sie. Sollte ich das mal versuchen? Ich glaube nicht, wa? Aber ich werde mal kurz versuchen. Wenn ich ihn auf den Sack kriege, kann ich ja immer noch abhauen. Autsch. Das ist besser, als ich gedacht habe. Also bis jetzt. Aber ich bin ja auch noch nie gestorben. Ja. Das muss ja auch nie sein, ne? Also mein Ziel ist es, ich weiß, ich sollte sowas nicht predikten, aber ich sage das jetzt doch einfach mal so, frei aus der Leber. Ich möchte nicht sterben. So, jetzt ist es raus. So, was haben wir hier? Nichts. Na, ist ja mal doof. Gut, dann nehmen wir mal nach oben. Gebietsschutzblock hier einfach oben hinsetzen. Wie gesagt, ich muss den Boden austauschen oder so. Ich weiß es nicht. Aber der scheint Eisen zu sein. Jawohl, also lasse ich das erstmal und setze den Gebietsschutzblock erstmal hier drin. Hey, hier ist noch eine Tasche. Jo, das machen wir. Hier ist ja auch nochmal was. Aber ich sollte mir angewöhnen, besser zu looten. Okay, kein Problem, mach ich. Ich setze den jetzt einfach hier unten ran und dann sind gut. Warten Sie mal. Gebietsschutzblock. Ah, annektiert meins. So. Ja gut, war ein bisschen spät, aber der da ist das verzählt. Ist der immer noch? Ja, der ist immer noch funktionabel. Yay. Also rein theoretisch, solange der Rubel rollt, sind wir flüssig. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle und dann geht's hier weiter. Ach du Scheiße, ich muss das wegräumen. Naja, gut. Aber ich kann das ja erstmal so machen. Ich lasse das so. Kann ich die Leute so abknallen. Also Leute, hau uns rein. Ich bin raus. Tschüss.